habe Sie heute Morgen schon bei der Bibelarbeit erlebt und ich wollte gleich vorweg sagen, bitte schenken Sie sich Wasser ein. Ich weiß, mit dem Husten, da ist nicht zu spaßen, wir trinken. Bei dem Wetter muss man viel trinken. Trinken Sie. Kommt immer ein bisschen kurz. So, jetzt kann es losgehen. Herr Laschet, ich habe mich vorbereitet, ich habe immer so viel Spaß, wenn ich mich mit Menschen beschäftige. Und bei Ihnen hatte ich besonders viel Spaß. Sie sind, ja, da geht's schon los, naja. Sie sind ehemaliger Chefredakteur der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen, sind also sozusagen Kollege. Vorher waren Sie freier Mitarbeiter bei Radio Charivari und des Bayerischen Fernsehens. Was haben Sie denn aus dieser Zeit mitgenommen? Ja, das war ganz am Anfang meines beruflichen Lebens. Ich habe also Jura studiert in München, daher kommt der Bezug nach Bayern. Habe dann für Lokalfunk gearbeitet und habe nachher für die Berichte aus Bonn gemacht. Damals war Bonn Bundeshauptstadt und das war jeden Morgen um 6:30 anderthalb Minuten, zwei Minuten erklären, was passiert an diesem Tag politisch. Und gelernt habe ich in der Zeit, Dinge sehr prägnant und kurz auf den Punkt bringen. Denn man kann da nicht lange ausholen und man muss auf den Punkt sprechen. Und irgendwann musste man sich dann entscheiden, Journalismus oder Politik. Beides geht nicht gleichzeitig. Und dann habe ich eher den politischen Weg gewählt. Aber der Journalismus hat mir in der Zeit viel Spaß gemacht. Er ist einer von uns. Ja, Journalist. Sie sind ein gläubiger Mensch. Sie betonen immer gerne, dass Sie rheinischer Katholik sind. Was ist denn das Besondere am rheinischen Katholizismus? Nein, ich betone das nicht. Doch. Wir sind alle römisch. Nein. natürlich gibt es ja, im Rheinland, das Rheinland war natürlich lange Zeit überwiegend katholisch. Heute ist das auch nicht mehr ganz so. Die Konfession spielt heute nicht mehr so die große Rolle wie vielleicht vor 50 oder vor 100 Jahren. Und es gab immer das Prinzip, oder das ist auch ein Unterschied übrigens zwischen römischem und germanischem Recht. In der Rechtsgeschichte habe ich das gelernt. Man legt eine Latte fest, was ist die Regel? Und das römische Recht hat das Prinzip, aber es gibt dann immer noch mal Ausnahmen darunter, die auf die einzelne Lebenssituation eingehen. Das germanische Recht war eher, so ist die Regel und das ist das absolute Minimum. Und deshalb war der rheinische Katholik einer, der immer sagte, okay, das ist nun die absolute Regel, aber es gibt auch noch in der einzelnen Lebenssituation der Menschen andere Auslegungen und nicht nur das strenge kanonische Recht, was alles durchordnet, jeden Lebensbereich durch eine päpstliche Regel. So, also das meine ich mit rheinisch. Evangelisch versteht das eigentlich sehr gut, was damit gemeint ist. Ja, der Prototyp des rheinischen Katholiken. Schön, dass Sie hier auf dem Evangelischen Kirchentag sind. Ihre Frau Susanne haben Sie in einem Kinder- und Jugendchor einer Kirchengemeinde kennengelernt. Auch das finde ich sehr bemerkenswert. Den hat Ihr zukünftiger Schwiegervater geleitet. Ja. Haben Sie sich zuerst in die Stimme Ihrer Frau verliebt oder in was anderes? Nein. Also das war so, wir sind groß geworden, das hat mich auch sehr geprägt. In der Jugendarbeit und Kinderarbeit der Pfarrer. Und ich habe das oft erklärt, übrigens auch im Dialog mit dem Islam, hat man oft gesagt, ja Moment mal, die bauen ja nicht nur eine Moschee, die machen ja auch noch da Jugendarbeit. Und die haben alte Nachmittage für ihre älteren Gemeindemitglieder. Das ist doch eine Parallelgesellschaft. Und dann habe ich oft erklärt, naja, aber das ist doch bei uns nicht anders gewesen. Man wird geboren, die Eltern sind in der Gemeinde engagiert, man geht in die Ferienspiele, sowas gab es bei uns, man wird Messdiener, man wächst in die Jugendarbeit hinein, am Ende leitet man selbst eine Jugendgruppe. Und viele Freunde, die man hat, sind aus diesem Umfeld entstanden. Man kennt auch viele andere, man hat auch andere Freunde, aber diese Gemeindearbeit prägt einen. Und das war bei mir dann auch der Jugendchor, da gab es einen Erwachsenenchor, einen Kinderchor. Und ja,
darin ist man groß geworden, das war das Lebensumfeld und da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Herr Laschet, war es und die es war Stimme? Nicht die, nein, es war nicht die Stimme, die mich begeistert hat. Es war was anderes. Gut. Also Sie sind immer noch verheiratet, glücklich ja. mit Ihrer Frau Susanne. Also Ihr Weg führte von der kirchlichen Jugendarbeit über die Junge Union bis zum Job des Ministerpräsidenten vorläufig. Wir wissen nicht, was aus Ihnen noch wird. Manche sagen ja, Großes, noch Größeres. Ministerpräsident ist schön. Ist schon groß, aber schön. Es gibt ja auch noch andere Jobs. Die Zeit beschrieb Sie als Trümmermann mit der fröhlichen Gelassenheit des Unverwüstlichen. Andere bezeichnen Sie als ewigen Zweiten. Sie leben ganz gut als ewiger Zweiter, ne? Ja, na gut. Ja. Ich habe das immer gelesen. Es gibt im politischen Leben übrigens, das ist vielleicht mal auch für die, die nicht so selbstpolitisch engagiert sind, Auf und Abs. Ah. Ich habe 94 für den Bundestag kandidiert, gab einen Wettbewerber in der Partei, wir sind rundgezogen, haben unsere Ideen erläutert. Am Ende wurde ich aufgestellt, da war ich damals sehr jung, 32 Jahre. Dann gewinnt man den Wahlkreis Aachen, lässt sich viele Ideen einfallen, mit welchen Themen man Menschen anspricht. Und dann macht man Wahlkreisarbeit, 4 Jahre lang, rackert, jede freie Minute bei einer Bürgerbegegnung, 30 Karnevalsvereine, Schützenvereine. Aber das macht Ihnen doch Spaß. Ja, es ist trotzdem so, dass Sie manchmal am Wochenende auch denken, es wäre auch mal gut, vielleicht eine Stunde bei der Familie zu sein. Mhm. So, also insofern, Sie machen es mit viel Leidenschaft. Und dann ist 98 Bundestagswahl, der Trend ist schlecht. Die Leute haben das Gefühl, mit Helmut Kohl ist jetzt genug, jetzt wird der abgewählt. Und dann fallen alle Wahlkreise weg, egal wer da kandidiert. Und so haben Sie dann eine Niederlage, selbst wenn Sie glauben, Sie haben es gut gemacht. So, dann ging das weiter, dann war ich im Europäischen Parlament, dann hat mich Jürgen Rüttgers zum Integrationsminister damals gemacht. Der erste übrigens. Das war das erste Mal, dass es sowas gab, Integrationsministerium in einem Land. Und was haben Parteikollegen gesagt? Der Türken-Armin. Ja, so war das. Darüber freut man sich nicht, oder? Ach, das ist mir auch recht. Viele Türken lieben mich deshalb. Aber die Parteifreunde haben manchmal gehadert. So, dann macht man auch diesen Job. Und dann ist 2010, Stimmung schlecht, Eurokrise, irgendwas. Und dann wird man wieder abgewählt, die gesamte Regierung. Und deshalb ja. muss man immer sagen, man kann seinen Teil leisten, man kann es versuchen. Aber es wird auch Punkte geben, wo man verliert, vielleicht wegen externer Ereignisse. Aber Herr Laschet, das ist doch schwer auszuhalten. Was hilft Ihnen denn da? Ja, ich glaube, man muss einfach sagen, ich habe meine Idee, für die stehe ich. Selbst wenn ich verloren habe, mache ich weiter, engagiere mich weiter. Lass mich da auch nicht verbiegen. Wir haben zum Beispiel, ich habe das heute in der Bibelarbeit erzählt, 2017, ja, wie war da die Stimmung? Im Januar, also wir waren Kopf an Kopf über mehrere Jahre in den Umfragen. Manche haben gesagt, in Nordrhein-Westfalen kann man eigentlich nicht gewinnen. Das ist schon immer eher... Als CDU. Als CDU, sozialdemokratisch geprägt. Und dann kommt der Januar 2017, im Mai war Wahl. Januar 2017, da taucht jemand auf aus meiner Nachbarstadt Würselen. Und es gibt einen Rausch, Martin Schulz, Messias, die Hallen sind voll, es gibt eine Begeisterung, die Umfragen gehen hoch. Im Januar, Mai war die Wahl. Und dann haben manche gesagt, ja, da müssen wir jetzt gucken, welches Thema finden wir jetzt dagegen? Haben einige gesagt, ja, jetzt musst du über Islam diskutieren oder über Flüchtlinge, damit kannst du vielleicht noch ein paar Punkte machen. Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir bleiben bei unseren Themen, das war innere Sicherheit, das war Bildung und haben das durchgehalten. Und am Ende im Mai sah die Lage ganz anders aus. Und ich glaube, wenn man in der Phase dazwischen irgendein Thema erfunden hätte, was nicht zu einem passt, hätte man am Ende nicht gewonnen. So, das lässt sich jetzt leicht sagen, wenn es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber ich werde zu keiner Sekunde irgendein Thema je vertreten, wo ich nicht innerlich überzeugt bin, dass es stimmt. Und da hilft einem dann schon der Glaube und eine Grundüberzeugung, die sehr durch das christliche Menschenbild geprägt ist. Gut, ich nenne mal, ja, Applaus finde ich jetzt mal gut. Ich erzähle jetzt noch mal ein anderes Beispiel.
Jürgen Rüttgers war Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, 10 Jahre her. Und er wollte eine Kampagne starten, Kraft Ypsilanti. Bezogen auf Andrea Ypsilanti, wir erinnern uns, die Hessen erinnern sich gut, Andrea Ypsilanti hat sie vor der Wahl gesagt, sie wird nicht mit den Linken zusammengehen. Nach der Wahl sah das anders aus. Das ist ein Synonym für Verrat in Hessen und Rüttgers wollte das eine Kampagne starten, Kraft Ypsilanti, hat er dann auch, aber sie waren dabei im kleinen Kreis, als er das vorgestellt hat. Und da haben sie gesagt, Herr Laschet, das mache ich nicht mit, wir tragen das C im Namen, wir machen nicht eine Kampagne auf Kosten anderer. Stimmt das so? Ach ja, so, jetzt haben Sie aber tief gegraben. Ja. Das ist, ich glaube aus zweierlei Stimmt Gründen es war so? Das falsch. Ja, es war aus zweierlei Gründen falsch. Erstens, und das hat der Wahlkampf mit Frau Kraft gezeigt, wir haben hart gerungen, aber es ist persönlich vor der Wahl und nach der Wahl so, dass wir gut miteinander reden können. Es war ein fairer Wahlkampf und das ist das eine. Ich glaube, dass es menschlich besser ist, nicht den anderen persönlich zu verletzen. Ich glaube aber auch, dass man heute keine Wahlen damit mehr gewinnt. Ich glaube, die Wähler wollen heute nicht mehr, dass man persönlich den anderen attackiert, sondern dass man in der Sache sagt, für was bin ich denn? Und bei den anderen kritisiert, das finde ich falsch, aber nicht auf das Persönliche abgleiten. Und deshalb war das damals falsch und ist heute auch falsch. So, bleibt falsch. Hammer. Ihr Vater war Bergmann. Der hat später umgeschult auf Lehrer und hat dann eine Grundschule geleitet. Was haben Sie von ihm geerbt? Also, ich habe das als Kind gar nicht so richtig wahrgenommen, was das eigentlich für eine Leistung war. Er hat als junger Mann nach dem Krieg im Bergbau begonnen. Das war ein Beruf mit viel Perspektive und relativ guter Bezahlung. Im Aachener Revier, da gab es auch Kohle, die war etwas früher beendet als hier im Ruhrgebiet. Und er merkte dann aber in den 60er Jahren, er war da Ende 30, es werden immer mehr Zechen geschlossen, das ist keine Berufsperspektive. Und außerdem kriegt man Staublungen und vieles andere mehr. Und er hat dann gesagt, es gab dann einen Kultusminister Miekert, Paul Miekert, der hat gesagt, wir wollen berufserfahrenen Menschen den Einstieg in den Lehrerberuf ermöglichen, weil es gab Lehrermangel und wer berufserfahren war, konnte dann in einem verkürzten Studium Lehrer werden. Und das hat dann mein Vater wahrgenommen und hat dann nachts quasi gearbeitet, unter Tage, tagsüber studiert, hatte damals 3 kleine Kinder und hat quasi den Aufstieg durch eigene Bildung und durch eigene Anstrengung geschafft, den ihm das Land damals ermöglicht hat. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen, dass einer, der ja, keine große akademische Tradition in seiner Familie hatte, doch durch eigene Anstrengung diesen Aufstieg schaffen kann. Und am Ende, er hat ihn dann geschafft, er wurde dann Lehrer und alle seine Kinder konnten nachher studieren. So, und das ist eigentlich das, was wir millionenfach in Deutschland hatten, was heute viel, viel weniger geworden ist. Dass Kinder unabhängig von den Eltern so einen Aufstieg schaffen können. Und deshalb muss das eigentlich das Ziel aller Politik sein. Und wenn Sie fragen, was haben Sie von ihm gelernt? Ja, genau das, dass wenn man sich anstrengt, so etwas schaffen kann und dass diesem Land, dass dieses Land eigentlich jedem diese Möglichkeit geben soll, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, egal wie jemand heißt, wer sich anstrengt und Bildung hat, soll auch den Aufstieg in die Gesellschaft hineinschaffen. Das ist das, was das Wichtige ist. Sie sind Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. 18 Millionen gehören dazu, das ist ganz schön viel. Und Gerhard Schröder hat gesagt, wer NRW führt, kann Bundeskanzler. Können Sie das? Ja, der muss es ja wissen. Ja. Ich weiß nur nicht, ob auf CDU-Parteitagen ein Rat von Gerhard Schröder hilft. Das also weiß insofern, ich auch nicht. Das ist Frage an Sie. Können Nein, Sie Kanzler? Das sind immer solche Fangfragen. Ich finde, dieses Land Nordrhein-Westfalen macht mir Freude zu regieren. Es hat 18 Millionen Einwohner. Das hat viele der Probleme, die wir in Deutschland haben, im Kleinen. Ja. Coole Aus. Ja, gut. Also Sie können.
Ich würde nicht, wie meine Vorgängerin sagen, nie Berlin. So alles weit wollen wir mal gehen. Alles klar, wir lassen es mal dabei. Aber die Annegret kann es auch. Okay. Sie haben der Großen Koalition nach dem Rücktritt von Frau Nahles, ist ja alles noch nicht so lange her, prophezeit, sie geht noch bis Herbst. Dann haben Sie gesagt, naja, vielleicht doch bis Weihnachten. Wie lange geht sie denn jetzt noch? Ja, aber das zeigt, sehen Sie, so, das ist Journalismus. Ja. Wir hatten einen Artenschutz. Ich erzähle mal, wie sowas entsteht. Ja. Damit doch jeder mal versteht, wie Journalisten arbeiten. Also, es war eine Artenschutzkonferenz. Wir hatten einen Rundgang da in der Halle. Dann gab es ein Statement zur Artenschutzkonferenz. Kameras, alles aufgebaut. So, dann haben wir das Statement abgegeben. Dann haben die gesagt, können wir jetzt noch zu anderen Themen fragen? Ja, da haben sie zu anderen Themen gefragt. Dann war das beendet. Dann haben alle ihre Kameras ausgemacht. Und dann fragt einer so en passant, können Sie garantieren, dass die Große Koalition noch bis Weihnachten hält? Und dann habe ich gesagt, mein Gott, keiner weiß, was bis Weihnachten ist und was bis Weihnachten passiert. Wir werden irgendwann einen SPD-Parteitag haben und dann wird sich das zeigen. Daraus ist gemacht worden, der gibt der Koalition nur noch bis Herbst. Das ist dann geschrieben worden, dann war in Berlin immer wieder große Aufregung. In Berlin ist immer große Aufregung, ja. Deshalb ist es in Dortmund so schön, weil man hier auf normale Leute trifft und nicht auf diese aufgeheizte Stimmung. So, und damit ist das in der Welt. Insofern ist meine Antwort, ich würde mir wünschen, dass die Große Koalition ihre Arbeit macht. Es gibt noch eine Menge zu regeln. Der ganze Kohleausstieg beispielsweise muss jetzt noch in ein Gesetz gegossen werden. Wenn die Koalition platzen würde, fangen wir wieder bei Null an mit dem Kohleausstieg. Kohleausstieg, also super Thema. Das kann man sich nicht wünschen, deshalb haben die noch genug Arbeit. Ich würde mir wünschen, dass sie hält, auch über Weihnachten hinaus. Das ist schön. Garantieren kann ich es nicht. Nein. Gut. Kohleausstieg ist besonderes Thema in NRW. Wie nehmen Sie als Ministerpräsident den Menschen hier die Angst? Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil Sie müssen hier es gibt ja zwei Ängste. Ah. Es gibt die Ängste der Kinder Friday for Future und der großen Bewegung, die jetzt demonstriert für mehr Klimaschutz. Und die Sorge, Angst, berechtigten Sorgen, würde ich sagen, Sorgen ist das richtige Wort, haben, kriegen wir diesen Klimawandel überhaupt noch gebremst oder kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo das alles umkippt und auf alle Generationen hinweg ist die Welt ruiniert? Das ist die eine Angst. Und die Angst, die Sie, glaube ich, gerade meinen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Angst derer, die da beschäftigt sind, die ihren Arbeitsplatz genau haben und denen Sie jetzt sagen müssen, dein Arbeitsplatz ist weg. Genau. So, es sind zwei Ängste, die da gegenüberstehen. Und da kann man sagen, ja, aber die regenerativen Energien bringen auch Arbeitsplätze. Ja, das stimmt alles. Würde ich auch sagen. Ja, das stimmt. Das hilft aber dem Einzelnen, der seinen Job verliert und 55 ist, nicht weiter. Nein, was sagen Sie dem? Ja, und denen sage ich, und da gibt es noch ein paar andere. Der Beschäftigte im Bergbau ist der eine, der Angst hat. Es haben aber auch Angst Leute, die hier in einem Stahlwerk arbeiten, in einem Chemieunternehmen, in einer Aluminiumhütte, alles das gibt es ja noch, die viel Energie brauchen. Wird denn auf Dauer auch noch Stahl hier produziert, wenn die Energiepreise teurer würden? Mhm. Das ist die Sorge, die die Menschen haben. Oder nicht zu jeder Sekunde verfügbar Strom da ist. Und da sage ich, wenn wir Energiewende machen und wir mehr Windkraft haben wollen, braucht ein Windrad auch Stahl. Wenn das Stahlwerk aber nicht mehr in Duisburg ist, weil es nicht mehr bezahlbaren Strom hat und nach China geht, nach Indien geht, dann der Stahl 10.000 Kilometer über die Weltmeere hierher gefahren wird, dann ist das auch nicht ökologisch, ist das auch nicht CO2-neutral. Und deshalb ist ein Stahlwerk in Duisburg, was sich bemüht, CO2 zu reduzieren, ein Beitrag zum Weltklima. Mhm. So muss man das manchmal erklären. Mhm. Und dieses miteinander zu verbinden, die Klimaziele erreichen, raus aus der Braunkohleverstromung, aber trotzdem bezahlbaren Strom zu haben, das ist eine Riesenaufgabe. Und überlegen Sie mal, wir steigen bis 2022 aus der Kernenergie. Mhm. Komplett. Frankreich erreicht locker seine Ziele. Präsident Macron sagt hier, ich bin der Klimakönig, keine Kohlekraftwerke mehr, Deutschland soll mal so sein wie wir in Frankreich.
Ja, schön und gut. 70% Atomkraft, Cattenom, Kraftwerke an der Grenze, wo die Leute Angst haben, ob das Kraftwerk hochgeht. Hier in Belgien haben wir die Sorge vor Tihange, ein Kraftwerk direkt hinter der Grenze. Die können schön ihre CO2-Werte erreichen, weil sie Kernkraft haben. Wir Deutschen sagen jetzt, raus aus der Kernkraft, ist in Ordnung. Steinkohle haben wir beendet Ende 2018. Braunkohle werden wir jetzt beenden. Dann sagen manche Leute, bitte kein russisches Gas. Letzte Bundesratssitzung, Demonstranten vor der Tür, sollte ein LNG-Terminal für Flüssiggas gebaut werden aus den USA, haben die Leute demonstriert. Kein Flüssiggas, weil es aus Fracking hergestellt wird, wollen wir auch nicht. Also regenerativ, wenn aber eine Stromleitung gelegt wird, Bürgerinitiative, nein, wir wollen keine Trasse haben, keine Stromtrasse. Irgendwo muss der Strom herkommen. Herr Laschet, ich stelle es mir gerade vor. Ja, jetzt haben Sie wieder einen Hustenanfall. Das ist halt schwer zu erklären. Ja, schwer zu erklären. Ich stelle mir gerade vor, also die Wahl in Deutschland, der nächste Bundeskanzler, Robert Habeck oder Armin Laschet. Interessant, wie Sie dann zusammenarbeiten werden. Ja, rot-grüne Koalition. Ja, sind ja das viele. Schwarz-grün. Schwarz-grün, ja. Schwarz-grün. Habe ich gesagt rot-grün? Ja, Sie haben ja, mich jetzt gleich hier als rot etikettiert. Das rote Sofa, Entschuldigung, schwarz-grün natürlich. Laschet und Habeck ist nicht rot und grün. Nein, schwarz und grün. Aber das ist doch interessant, das wäre doch eine interessante Konstellation. Ja, AKK und Habeck ist auch eine interessante Konstellation. Ja, ja. Was aber waren in der Sie Tat, eigentlich? Das wird, der Wettbewerb wird nicht mehr zwischen den klassischen großen Volksparteien sein. Es kann sogar sein, dass die Grünen plötzlich mal auf eins liegen. Also die Zeit ist in Bewegung geraten und da, finde ich, muss man einfach mit um die besten Konzepte ringen. Es gibt neben dem Klimaschutz auch noch viele andere Themen. Wir wissen alle, die Weltlage ist angespannt. Was mir viel Sorgen macht, ist das, was im Iran im Moment passiert. Da müssen wir wirklich auch unserem engen Verbündeten sagen, wir wollen, egal wie man zum Iran steht, keinen Krieg. Wir wollen keinen Krieg jetzt in dieser Zeit. Wir haben das beim Irak erlebt. Da muss ich im Nachhinein sagen, hatte Gerhard Schröder recht. Ach. Hatte recht, denn nach dem Irakkrieg ist alles schlimmer geworden. Das Land ist zerfallen, der IS ist stark geworden. Nach dem Syrienkrieg ist übrigens auch alles schlimmer geworden. Das war nicht nur arabischer Frühling. Das waren auch Dschihadisten, das war Al-Qaida, das war der IS. Die haben ihre Anschläge in Europa verübt, die haben Weltkulturerbe in Syrien zerstört. Und deshalb kann die Lehre nur sein, solche Kriege machen die Lage meistens schlimmer, als sie vorher war. Mhm. Und deshalb kann plötzlich ein solches Thema hochkommen und wir diskutieren in Deutschland wieder ganz anders als in diesen Tagen. Und deshalb finde ich, die Weltlage ist jetzt zu ernst, um da irgendwelche rein innerdeutsch-parteipolitischen Spielereien zu machen. Gut, dann gehen wir mal zurück auf den Kirchentag. Wir sind hier auf dem Kirchentag. Vertrauen ist das große Thema des Kirchentages. Worauf vertrauen Sie? Ich finde, dass das Motto ist wirklich sehr, sehr gut gewählt und es passt genau in diese Zeit. Wir erleben überall Vertrauensverlust. Das gestern bei der Eröffnung gesagt, Vertrauen in den Staat hat man zum Teil verloren, als Rechtsterroristen durch das Land zogen, auch in Dortmund Menschen umgebracht haben und der Staat hat gar nicht wahrgenommen, dass es der NSU war und es ist erst später aufgefallen. Die Banken haben viel verspielt über die Weltfinanzkrise, die Wirtschaft hat viel verspielt, sie haben ein Auto gekauft, haben gedacht, ich kann das auch nochmal weiterverkaufen, haben vertraut, die Werte stimmen und es war alles manipuliert. Auch da ist viel Vertrauen verloren gegangen. Die Kirchen haben ihre Probleme, die katholische, aber auch die evangelische, mit Missbrauchsfällen und anderem. Jeder Bereich hat Vertrauen verloren. Und wo? Aber das Leben geht nicht ohne Vertrauen. Aber wem vertrauen Sie? Worauf gründen Sie Ihr Vertrauen? Ja, man kann sagen, braucht Gott Vertrauen. Aber es hilft nicht nur Gott Vertrauen, sondern man muss auch einem Menschen trauen. Man muss einer Institution trauen. Man muss, wenn man eine Zeitung liest, wissen, das ist sorgsam recherchiert und nicht erfunden. Das stimmt, was da steht. Es gibt Fake News und es gibt objektive Berichterstattung. So, und insofern ist das Gottvertrauen, was einen persönlich tragen kann, aber das Vertrauen in Menschen, in Institutionen,
muss auch da sein. Und das müssen wir wieder neu aufbauen. Und das kann mühsam sein, das kann lange dauern. Die Frau Präses-Curchus hat das gestern gesagt. Wie kann man eigentlich wieder Vertrauen aufbauen? Und da hat der Kirchentag ja mit dem Motto Vertrauen, was sich wie ein roter Faden durch alle Diskussionen zieht, auch der Gesellschaft etwas angeboten. Und wenn das in den Tagen hier gelingt, wieder Vertrauen zu schaffen, dann wäre das der größte Gewinn, den der Kirchentag auch der Gesellschaft bringen könnte. Vielen Dank, Herr Laschet. Bleiben Sie vertrauensvoll. Applaus